Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Final Fantasy. Ja, ich wollte ja eigentlich offline die Gilde der Schurken ein wenig noch leveln, aber ich habe mir gedacht, hier war ja auch noch eine dritte Gilde. Da schauen wir natürlich auch mal rein. Ich denke mal vom Namen her, dass man sich hier irgendwie Rüstung bzw. ja auch Schwerter oder Dolche oder so selber machen kann. Und zwar ist das die Gilde der Plattner. Hinter mir sehe ich jetzt zwei Leute. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, welcher von denen jetzt wirklich wichtig ist. Die stehen jetzt hier beide irgendwie. Ich glaube, da kann man mit beiden Leuten sprechen. Ich bin mir nicht sicher. Ich quatsche jetzt mal einfach eine von denen an. Ahoi, meine Liebe. Hat dich der Lärm aus unserer Werkstatt aufhorchen lassen? Nun, du bist hier bei der Plattner-Gilde gelandet. Wir fertigen allerlei Metallrüstungen sowie hochwertige Werkzeuge und Schiffsteile an. Das macht natürlich ordentlich Krach, aber auch tierischen Spaß, sage ich dir. Man kann einfach so richtig schön Dampf ablassen, wenn man Eisen in Form hämmert. Und wenn du unserer Gilde beitrittst, kommst du jeden Tag in das Vergnügen. Hast du Interesse? Ja klar, ich will mir ja meine eigenen Ausrüstung auch machen, wie ein Teso ja auch. Gut, das freut mich. Was? Das freut meine halbtauben Ohren. Achso. Und zur Einstimmung gebe ich dir einen groben Überblick über die Geschichte unserer Gilde. Ursprünglich wurde nicht zwischen Plattnern und Schmieden unterschieden. Alle, die mit Metall arbeiteten, wurden einfach als Schmiede bezeichnet. Mit der Zeit spezialisierten sich einige Schmiede auf die Fertigung von Metallplatten, die sie dann zum Beispiel an Plattenpanzern weiterverarbeiteten. Diese Spezialisten gaben sich irgendwann die naheliegende Berufsbezeichnung Plattner, um sich von anderen in ihren Augen gewöhnlichen Schmieden abzugrenzen. Sicher hast du schon davon gehört, dass Plattner auch wichtige Bauteile für Schiffe herstellen. Das ist aber noch schwieriger als die Herstellung von Rüstungen und wird daher nur von sehr erfahrenen Meistern ausgeführt, die Schiffbauer genannt werden. Wie du siehst, spielen Plattner also eine wichtige Rolle für Limsa Luminsa, besonders für die Marine. Daher wurde uns das Recht eingeräumt, eine eigene Gilde zu gründen. Den Grobschmieden hat das natürlich gar nicht gefallen und sie versuchen bis heute, uns in technischen Belangen zu übertrumpfen. Aber da müssen die schon früher aufstehen. Wir haben es einfach besser drauf. Also, wenn du meinst, dass du das Zeug zur Plattnerin hast, dann musst du bei unserer Gildenmeisterin vorsprechen. Sie wird über deine Aufnahme entscheiden. Wenn es um Qualität geht, versteht Gildenmeisterin Hnansa keinen Spaß. Das hört sich so besoffen an. Und ihr strenger Blick bringt selbst Eisen zum Schmelzen. Aber sie ist gerecht und immer sachlich. Sag mir Bescheid, wenn ich dir ihr vorstellen soll. Klar. Hast du es dir gut überlegt? Willst du der Plattner-Gilde beitreten? Eine gute Entscheidung. Dann gestatte ich dir hiermit bei Gildenmeisterin vorzusprechen. Sie ist eine der bekanntesten Handwerkerinnen von Limsa Luminsa und eine begnadete Schiffsbauerin. Du findest sie draußen. Sie beaufsichtigt gerade die Ausbildung der jungen Lehrlinge. Okay, also ich kann ihn aber auch noch anklicken. Was mich verwirrt, deswegen, ich rede nochmal mit ihm. Da du weder blind, taub noch stumm zu sein scheinst, hast du wohl aus freien Stücken den Weg in unsere Schmiede angetreten. Zweifelsohne angelockt von dem lieblichen Klang der Hämmer auf stählernen Ambossen hinterlassen. Hier in diesen heiligen Hallen fertigen Limsas beste Schmiede aus Metall alle möglichen Werkzeuge und Waffen. Selbstverständlich hat nicht jeder das Zeug dazu, in unsere Reihen aufgenommen zu werden. Aber wenn du Eisenblut hast und dich zum Schmied berufen fühlst, dann bist du hier genau richtig. Also, wie sieht's aus? Ja, möchte ich auch beitreten. Ich nehme es jetzt auch schon mal an, aber ich wollte es jetzt eigentlich nicht so durcheinander machen. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass, ja, das ist jetzt alles hier, diese Plattnerei. Ha, nun, an Enthusiasmus scheint es dir nicht zu mangeln. Die guckt doch schon ganz böse, weil ich jetzt mit ihm spreche hier. Aber weißt du auch, worauf du dich da einlässt, Mädel? Unser Handwerk hat eine lange Tradition. Seit die Piraten über die Rotano-See segeln, stellen die Schmiede Waffen für sie her und reparieren die Schiffe. Die See tilgt alles, wie man so sagt. Das Salzwasser zersetzt selbst das härteste Eisen und unsere Vorfahren haben lange damit gerungen, Legierungen zu schmieden, die widerstandsfähiger gegen Rost sind. Diese Schmiede waren ein ziemlich entschlossener Haufen. Diese Schmiede? Achso, ja. Und dazu noch gewitzt. Als sie davon erfuhren, dass die Kobolde Wissen über fortgeschrittene Metallurgie
Metallurgie besitzen, haben sie sich dieses kurzerhand einverleibt. Dank dieser Wohltat der Kobolde, für die sie reichlich entlohnt wurden, hat Limsas Schmiedetechnik einen Quantensprung gemacht. Dies weckte natürlich Begehrlichkeiten bei den anderen Stadtstaaten. Stadtstaaten, gibt es dieses Wort überhaupt? Unsere Waren und das Wissen zu ihrer Herstellung zu erwerben. Und so entschlossen sie sich vor etwa 150 Jahren, zwei vorausschauende Männer namens Theor Naldik und Bryce Wümeli zur Gründung unserer Firma. Firma, okay, das hört sich so hochgeschossen an. Sie veräußerten ihre Waren sowohl als Piraten als auch an Fremde und hüteten ihre Betriebsgeheimnisse mit unerbitterlicher Strenge. Diese Zeiten sind jedoch lange vorbei und die Firma betreibt bereits seit einigen Jahren die Gilden der Grobschmiede und Plattner, in denen alle arbeitswilligen Abenteurer willkommen sind. Über die endgültige Aufnahme entscheidet jedoch unser Schmiedemeister. Sprich mich an, wenn du bereit bist für die Begegnung, dann stelle ich dich ihm vor. So, noch bin ich aber nicht bereit, weil ich möchte nämlich erstmal mit der hier, glaube ich, mit der Gildenmeisterin, mit der Hnansa sprechen. Ich muss mich auch ganz doll entschuldigen. Erstens, ich habe richtig Schleim im Hals, mal wieder, immer noch, wie auch immer, dass ich ständig schlucken muss zwischendurch. Und zweitens, ich habe, wenn es hochkommt, heute Nacht 2 Stunden geschlafen am Stück und beziehungsweise auch mit ständigen Unterbrechungen insgesamt. Und bin zwar früh ins Bett gegangen, aber durch irgendeinen Grund konnte ich so überhaupt nicht einschlafen. Ich denke mal, ich war einfach zu übermüdet irgendwo. Musste dann heute Morgen wieder früh aufstehen und ja, hab's jetzt gerade irgendwie nicht so mit Wörtern. Ich weiß auch nicht, wieso. So, der Weg des Plattners, das dürfte... Bei ihr kann ich jetzt... Moment, sollte ich zu ihr gehen wegen dem Bootskauf, wegen dieser anderen Quest? Ja. Oh, wir nehmen aber jetzt erstmal den Weg des Plattners. Hallo, ich bin Gildenmeisterin Hnansa. Möchtest du unserer Gilde beitreten? Dreh dich bloß nicht zu mir um. Ich hoffe, oh Gott, Gwanako hat dich ausreichend darüber informiert, was dich bei uns erwartet, ja? Gut, dann kann ich mich mit Erklärungen zurückhalten. Doch eine Sache liegt mir im Herzen. Dir muss klar sein, dass Plattner kein einfaches Leben führen. Tag ein, Tag aus stehen wir am heißen Schmiedefeuer und bearbeiteten harte Metalle. Das zehrt ganz schön an den Kräften. Ohne Leidenschaft hält man das nicht lange durch. Aber auch Leidenschaft alleine reicht oft nicht aus. Um es in unserer Profession zu etwas zu bringen, brauchst du einen stählernen Willen. Also, wie sieht's aus? Willst du es versuchen? Ja, klar. Oh, du schreckst also nicht vor harter Arbeit zurück. Ach, jetzt dreht sie sich dann auch zu mir um, jetzt wo ich nicht zurückschrecke. Ja, ja. Das lobe ich mir. Gut, deine Entschlossenheit hat mich überzeugt. Hiermit heiße ich dich in unserer Gilde willkommen. Wenn ich aber den geringsten Anflug von Faulheit oder Schwäche bei dir bemerke, fliegst du im hohen Bogen raus. Ist es klar? In Ordnung. Ich glaube, wir verstehen uns. Also können wir mit deiner Ausbildung beginnen. Wie heißt du, Lehrling? Gameplayerin? Freut mich. Also Gameplayerin, hier hast du einen verschlissenen Flachhammer. Nimm ihn in die Hand und spüre sein Gewicht. Klingt das pervers. Wenn du bereit bist, beginnen wir mit deiner ersten Lektion. Ja. Moment. Anlegen. War so klar, dass ich mich da wieder nackig machen muss. So, haben wir denn hier irgendwas, was wir anziehen dürfen? Das ist... Warum ist das so schlecht? Im Vergleich. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Handschuhe dürfen wir auch anlegen. Das dürfen wir alles nicht anlegen. Das ist zu hochstufig. Ach Gott, ich habe ja gar keine Schuhe an sich gerade. So, dum 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 dum. Okay. Einmal speichern, wie wir das ja immer machen. Und jetzt sehen wir schon gar nicht mehr so hässlich aus. Die Fischer... Hä? Okay, ich kann anscheinend jetzt nicht einfach mit ihr sprechen. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Die Fischergilde will Fischerboote bestellen. So einfach ist das nicht.
Naldik und Vimeli ist zurzeit mit dem Bau großer Schiffe ausgelastet. Da ist kaum Raum für weitere Bestellungen. Aber die Fischergilde ist einer der besten Kunden. Deswegen will ich sehen, was ich tun kann. Okay, das ist nett. Jetzt kann ich weitermachen. Okay. Na gut, okay. Musste ich leider jetzt zwischendurch mal draufdrücken. Ah ja, jetzt siehst du zumindest schon mal wie eine Plattnerin aus. Echt? Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass du auch über die nötigen Fertigkeiten verfügst. Und bilde dir bloß nicht ein, dass deine Ausbildung ein Kinderspiel wird. Ich werde schon dafür sorgen, dass du unserer Gilde keine Schande bereitest. Aber keine Sorge, ich werde dich nicht vom ersten Tag an ganze Plattenpanzer schmieden lassen. Das ginge zu weit. Du wirst einen Schritt nach dem anderen machen, wie es sich gehört. Also fangen wir an. Bist du bereit für deine erste Lektion? Als erstes musst du dich im Umgang mit dem Flachhammer gewöhnen. Fertige damit einen Bronzebarren. Das muss jeder Plattner drauf haben. Bronze ist das Material, was wir am häufigsten verwenden. Es ist vielseitig, verhältnismäßig leicht zu bearbeiten und nicht allzu teuer. Der Nachteil von Bronze besteht darin, dass sie eher weich und dadurch nicht so widerstandsfähig ist. Aber das stört uns in diesem Fall nicht. Für den Bronzebarren brauchst du zwei Kupfererzklumpen, einen Zinnsteinklumpen und eine Eisscherbe. Oh Gott. Kupfer und Zinn kannst du direkt hier in der Gilde bei Suem kaufen. Die Eisscherbe musst du irgendwo anders auftreiben. Ich gehe mal davon aus, dass man die im Markt auch bekommen würde. Also viel Erfolg. Ich bin gespannt, mit welchem Talent dich der Erbauer gesegnet hat. So, okay. Öffne im Hauptmenü Notizbücher das Handwerkerbuch. Das konnte man mit H, glaube ich, genau öffnen. Jetzt konnte ich meinen Rest nicht mehr durchlesen. Danke. Bronzebarren. Ich habe von beiden nichts. Weder Kupfererz noch Zinnstein. Okay, war ja klar. Die hat sie aber gesagt, kann ich hier drin kaufen. Ja, wo denn? Irgendwas mit Swirl. Das war aber keiner von denen. Swirl, irgendwas mit Swirl. Steht doch normalerweise da, oder? Suemrwip. Oh, diese Namen. In der Plattnergilde kaufen kannst, aber die ist hier nicht drin. Ach doch, da. Ah. Haha. Die dürfte das dann sein. Jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich kaufen muss. Moment. Kupfererz und Zinnstein. Zwei Kupfererz, ein Zinnstein. Okay. Dreh dich nur mal um. Zwei Kupfererz. So. Möchte ich nicht, aber brauche ich ja. Und ein Zinnstein. Zack. Jetzt ist die große Frage, was ich jetzt noch brauchte. Ach, das waren die Eisscherben, aber von denen habe ich genug. Okay, also Synthese. Das ist ja dann genau wie bei den anderen auch. Habe ich jetzt die Musik abgebrochen? Ich glaube nicht, oder? Ich muss das hier mal eben ein bisschen sortieren, weil sonst drehe ich hier durch. Wenn ich denn laufen will und ich kann nicht laufen. So, wir haben es aber hergestellt. Hast du den Bronzebarren hergestellt? Falls, bla bla bla. Bronzebarren, wo bist du? Da, guck mal mein Meisterwerk an, Frau Gildenmeisterin. Ah, zeig mal her. Das ist also der aktuelle Stand deines Könnens. Sozusagen dein rohes Talent. Ich bin beeindruckt. Für einen Lehrling ist das eine hervorragende Leistung. Gut gemacht, Gameplayerin. Ich bin das auch nicht anders gewohnt. Bei Bronze hängt alles von dem richtigen Verhältnis von Kupfer und Zinn ab. Mehr Zinn macht die Bronze härter, aber auch brüchiger. Und somit unbrauchbarer für Rüstungen, die ja schließlich Leib und Leben schützen sollen. Um einen Mindeststandard zu gewährleisten, gibt unsere Gilde genaue Mengenangaben vor. Aber selbst damit sind manche Dilettanten überfordert. Sie können die einfachsten Anweisungen nicht befolgen. Dem Erbauer sei Dank, dass du nicht zu diesen Nulpen gehörst. Ganz im Gegenteil, bereits deine erste Arbeit lässt großes Talent erkennen. Ich weiß, das sagen sie mir bei allen Gilden. Vielleicht lügen die mich ja auch an.
Ich weiß es nicht. Die Frage ist nur, ob du genug Biss hast, um dauerhaft gleichbleibend hohe Qualität abzuliefern oder ob du dir bald die Puste ausgeht. Das zeigt sich erst, wenn du tagelang denselben Gegenstand produzierst. Immer und immer wieder. Wenn du so lange Bronzebarren hergestellt hast, bis du jeden Handgriff im Schlaf beherrscht, dann bist du bereit für die nächste Lektion. Also, worauf wartest du noch? Die Barren schmieden sich nicht von selbst. Melde dich bei mir, wenn du der Meinung bist, dass du die Herstellung von Bronzebarren perfektioniert hast. Möge Bürogott dir die dafür nötige Kraft und Ausdauer verleihen. So, du kannst nun an Gildenaufträgen der Plattner annehmen. Den nächsten Auftrag erhalten wir wieder ab Stufe 5, wie das immer so ist. Haben wir denn hier? Ne, haben wir natürlich nichts Gutes bekommen. Wie immer, ich krieg irgendwie nur Schund. Ich weiß auch nicht warum. So, sie hat wieder eine Aufgabe. Ich bin doch erst Stufe 3. Oder muss ich hier was anderes machen? Moment. Benötigt Hilfe bei einer Beseitigung einer Plage. Okay. Dann würde ich sagen, dass wir das noch eben schnell machen. Falls es zu lange dauert, muss ich leider das Video in zwei Videos schneiden. Aber ich hoffe, das kriegen wir auch schnell hin. Du kennst doch die verrückte Brücke. Yep, gleich hinter dem Sturmtor. Sie ruht auf wuchtigen Metallplatten, die von unseren besten Plattnern gefertigt wurden. In letzter Zeit aber häufen sich Berichte, dass die Brücke knackt und klappert. Daraufhin hat Baderon eine Untersuchung angeordnet. Sie hat ergeben, dass die Metallplatten unter dem Einfluss von dort tausenden Dockratten leiden. Schon wieder die bösen Dockratten. Deswegen möchte ich, dass du 5 Ratten in der Nähe der Brücke erledigst. Das sollte auch die übrigen Ratten vertreiben. Dann erstatte Baderon in der ertränkten Sorge Bericht. Okay, das machen wir eben ganz schnell, wenn ich denn herausgefunden habe, wo die Brücke war. Ja genau, sie war hier unten, das habe ich mir schon gedacht. Ich reiß mal eben dahin und dann sehen wir uns gleich sofort wieder. So, hier sind schon die Dockratten, perfekt. Nee, ich muss das hier mitmachen. Oder? Nee, das ist nur bearbeiten. Irgendwie stehe ich hier gerade voll auf dem Schlauch. Wir haben es übrigens auch noch nicht gespeichert, fällt mir gerade. Oder? Plattner? Doch. Haben wir gespeichert. Das sind die. Den anderen haben wir nämlich noch nicht angenommen. Genau. Ich weiß aber jetzt nicht, ob wir das jetzt gespeichert haben. Mit der Ausrüstung, die wir jetzt gerade tragen. Achso, wieso gehe ich jetzt wieder raus? So, wechseln erstmal die Ausrüstung und dann können wir nämlich angreifen. So, jetzt bin ich hier gerade noch ein bisschen verwirrt. Achso, der ist schon tot. Ach, sag mir das doch einer. Hallo? Aber auch gerne wieder haben. Boah, geht es euch noch gut hier? Hallo, ich will nur die Dockratten töten. Das ist deren Revier hier, nicht eures. Och, jetzt kommt die andere auch angelaufen. Sag mal, was ist denn heute los? Ich glaube, und hinter mir steht einer, aber die interessiert es nicht, dass ich deren Kumpel. Vielleicht war das ja auch kein Kumpel. Vielleicht hasst die ja die andere Ratte. Ich weiß es ja nicht. Und die eine, das war wirklich ein Kumpel von der Ratte. Wer weiß, wer weiß. So, hallo altes Haus. Wie geht es dir mittlerweile? Wir machen jetzt erstmal die aktuelle Quest. Ausgezeichnete Arbeit. Dank deines beherzten Zupackens werden die Dockratten sich ein neues Zuhause suchen. Ein paar Ratten zu erledigen mag nach einer typischen Aufgabe für einen Abenteurer
Anfängerabenteure ohne nennenswerte Erfahrung klingen. Aber in diesem Fall hast du der Stadt einen großen Dienst erwiesen. Die Brücke ist eine für die Versorgung der Stadt höchst wichtige Verkehrsader. Nicht auszudenken, wenn die Brücke einstürzen sollte. Die von uns gefertigten Metallplatten sind sehr robust und entsprechen den strengsten technischen Anforderungen. Sie können der salzigen Seeluft problemlos trotzen, aber mit den korrosiven Exkrementen der Dockratten haben unsere Ingenieure nicht gerechnet. Denen hält auf Dauer keine Metallplatte der Welt stand. Nun ja, dank deiner Hilfe ist diese Gefahr nun gebannt. Die sind alle schlechter. Da würde ich schon fast sagen, dann nehme ich jetzt das Geld. Beziehungsweise den Zinn. Und wir schließen jetzt, weil wir jetzt schon mal dabei sind. Die Gockelburg wird von gierigen kleinen Kobolden heimgesucht. So weit in den Süden haben sie sich also schon ausgebreitet. Die Kobolde sind ein wilder Stamm, der seit jeher das Gebiet Ogomoro im Norden der Insel Wühlbrand beherrscht. Eigentlich besteht ein alter Vertrag zwischen den Kobolden und Limsa Luminsa, doch im Laufe der Geschichte kam es immer wieder zu Streitigkeiten und Übergriffen. Besonders in letzter Zeit scheinen sie ihren Hang zur Gewalt freien Lauf zu lassen, weshalb der Mahlstrom in höchster Alarmbereitschaft ist. Hinter den Aktivitäten der Kobolde wird nämlich ein schreckliches Motiv vermutet. Gerüchten zufolge sollten die Kobolde nach Kristallen suchen die Kobolde nach Kristallen, um damit ihre Primäe Titan zu beschwören. Wenn das wahr ist, müssten wir sie mit aller Kraft aufhalten. Denn wenn sie Erfolg haben, wird Titan Tod und Zerstörung bringen. Das könnte das Ende von Limsa Luminsa bedeuten. Das Heer der Helden, das Titan bei seinen letzten Auftreten mit Mühe und Not besiegen konnte, wurde ja leider aufgelöst. Auf jeden Fall werde ich den Gelbjacken von deinen Erlebnissen berichten. Danke für die wertvollen Informationen. Ja, das ist auch alles schlechter. Ey, da habe ich mal was Besseres bekommen. Die nehme ich doch glatt. Ich will die nicht anprobieren. Ich wollte die eigentlich auswählen. So. So. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, weil das war nämlich eigentlich eine andere Quest. Ich wollte noch gesagt haben, wir schließen die jetzt gleich ab. Ich habe schon gedacht, dass der jetzt einfach weitermacht und uns jetzt durch die Hauptstory weiterjagt, was er zum Glück nicht gemacht hat. Er hat das Ganze nur mal kurz abgeschlossen. Wir werden dann jetzt hier mit der Hauptstory definitiv weitermachen. Das aber erst in einer neuen Folge. Ich freue mich schon auf euch. Bis dann. Ciao.